Was eine Premiere! Zum ersten Mal lud der TSV Berlin-Wittenau 1896 zu den Wittenau Open ein. Über zwei Tage wurde in der Halle des Romain-Rolland-Gymnasiums Tischtennis geboten. Die Idee? Der Berliner Tischtenniswelt in der doch etwas trockenen Vorbereitungsphase auf die neue Saison ein echtes Highlight zu bieten. Mitmachen konnte in seiner entsprechenden Leistungsklasse jeder, der Lust hatte. Egal ob nun männlich oder weiblich. Das Turnier hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat von der Organisation her alles sehr, sehr gut geklappt und das Turnier ist sehr viel besser als erwartet verlaufen. Gleich dreimal durften sich die Wittenauer am Ende über den ersten Platz freuen. In der Klasse der Schülerinnen und Schüler, bei der Kinder des Jahrgangs 2004 und jünger teilnehmen durften, gewann Gabriel Georgiev. Der machte danach auch noch in der E-Klasse der Erwachsenen eine super Figur und holte dort den vierten Platz. Schluss war für ihn leider im Halbfinale gegen seinen Papa, Plamen Georgiev, der sich im Finale gegen Frank Schweizer durchsetzte. In der etwas stärkeren D-Klasse gewann Robbie Brosch vom VfR Stern Marzahn gegen André Hübner. Kurios, im Achtelfinale sah es für Brosch lange schlecht aus. Gegen den erfahrenen André Lengnick lag er bereits 0-2 hinten, kämpfte sich dann aber zurück und gewann noch mit 3-2. Außerdem gewann das Wittenauer Duo aus Waldemar Kokott und Andreas Pohle das Doppelturnier in einem denkbar knappen Finale gegen Rainer Lamprecht und Stefan Bayer. Dass Alter beim Tischtennis nur selten ausschlaggebend ist, zeigte sich dann auch am nächsten Tag in der am stärksten besetzten B-Klasse. Ich habe selbst gespielt in der B-Klasse eben gerade und bin im Viertelfinale raus gegen den Herrn, den man hier im Hintergrund sieht in der orangenen Hose. Doch auch für den Schwarzbezwinger Dirk Gansen war im Halbfinale Schluss. Und im Finale hatte dann doch die Jugend die Nase vorne. Marc Schwenk vom TTC Düppel hatte die Partie gegen einen nach einem langen Turniertag erschöpften Dirk Koseler fest im Griff. Der hatte mit der Zeit immer mehr mit Krämpfen zu kämpfen, brach das Finale deshalb frühzeitig ab und konnte sich trotzdem wie Schwenk über seine Platzierung freuen. Also es ist auf jeden Fall eine Bestätigung, dass das Training sich in den letzten Wochen ausgezahlt hat. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch meine Belege vor kurzem gewechselt und dadurch bin ich jetzt auch umso motivierter für die nächste Woche. Bis auf den Krampf von Koseler, ausgerechnet im großen Finale, blieb das Turnier aber zum Glück verletzungsfrei. Außerdem gewann Uwe Röwe von der SG Bergmann Borsig in einem packenden Finale gegen den extra aus Cottbus angereisten Johannes Hirsch die C-Klasse. Und beim zweiten Jugendturnier setzte sich Felix Honscher gegen Clara Paulsen durch. Premiere geglückt, kann man sagen. Und ein zweites Mal, so munkelt man zumindest, wird es auch auf jeden Fall geben.